Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wobei, das könnte auch Badeöl sein, obwohl es sieht ziemlich dunkel aus. Hier ist nichts. Vielleicht ist es das. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen, wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Jungen. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Ordnung muss sein. Einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Eieieiei. Waschen wir das mal aus, du. Würde Ölbrauge schützen. Oder dieses Giftzeug. Das lässt mich doch mal vorbei. Ich muss als erster hier lang. Ich muss nicht looten, ich muss hier raus. Aber es bringt mir nichts, wenn sie mit ihren Fettärschen meinen Weg blockiert. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Du hast mich im Blick? Okay. Gehst du auf mich? Ich bin glücklich vergeben. Sehr glücklich vergeben. Ich musste mich korrigieren. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Der Eisvogel lädt herzlich zur Abendlichtvorführung von Piskildisch Kalonetta ein. Da bleibt kein Auge trocken. Ja. Wir sind trocken. Kunde mit Verstand wird
sofort sehen, dass ich diese... Wieso lassen die Leute eigentlich immer so viel Sachen hier rumliegen? Ja, wir kriegen sie auch nicht auf. Ey, kann ich mich ja offenbar nicht ducken mehr. Ich kann jetzt da nicht hin. Ernsthaft? Wissen wir das gleich zu sagen? Wo soll ich denn sonst da reinkommen? Du hast bestimmt so manches Herz gebrochen. Ja! Es gibt was zum Hitzeln! Ups. Ich hab zwei nur K.O. geschlagen. Mann, bin ich nett. Das ewige Feuer. Level 1, ey, ernsthaft? Sowas greift mich an? Die haben einfach eine größere Fresse, ne? Du kannst ja auch gar nichts kaputt machen, ne? Und nicht mal zündeln kannst du. Ey, man kriegt eine Lupe angezeigt auf deiner Seite. Dioskuren einfach mal ein Spiel überlässt zur Überprüfung, ne? Was kommt bei raus? Das Spiel ist nicht wahnsinnig, es ist neutral. Er ist erst später dem Wahnsinn verfallen. Ja? Was denn? Am Laufen. Oh, so ein Pech. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Jetzt hat er. Ah, nee, ich hab das verkehrt gejagt. Bei jeder Tür habe ich's gemacht, nur bei der hier nicht, ne? Alter, Digga, was hast du denn für ein Problem, dass du so am Rumkrakeelen bist? Nee, ne, fress noch eins. Wir wollen mal den ganzen Scheiß verkaufen.
Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Wenn das Haus schon ausgeräumt wurde, ich finde immer noch was. Fürchterlich hier. Dafür musst du die Fackel ausmachen, stattdessen mit der Fackel das Ding anzuzünden. Oh, wei. Yum, yum, lecker. Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Was probieren, Digga? Geben, ne? So, meine Flasche nehmen. Du willst es nicht saufen, Digga. Jetzt zeigst du es mir an. Ey, das ist nicht wahr, ey. Wäre ich einfach Arsch. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Was für ein schwieriges Rätsel. Sporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Doch, es gibt Tote denn. Natürlich, looten ist immer an erster Stelle. Man weiß ja nie, wann man nochmal looten kann. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe, unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Ja, im Internet findest du auch Anleitung für eine Bombe, sogar für eine Atombombe. Zucker und Klumpen von einer Substanz, die in Wyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Wölfe gebaut. Okay, dann gucken wir mal nach, was unten los ist. Hoffentlich Eindringlinge, die ich verprügeln darf.
Dijkstra. Und Triss? Ach, Mann. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Merigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache, Caleb Menge. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache, Freihaus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich? Wie schön, dass man meistens mit der Wahrheit lügen kann. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich doch eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar ja, dabei habe ich die Wahrheit gesagt. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, sag nochmal Schätzchen, Digga. Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten. Aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Die Informationen sind überholt. Wir sind kein... Ja, ich weiß. Ihr habt euch eine Woche nach dem Gipfel in Loch Muin im Wald getrennt. Da, wo die Lixella in den Ponta fließt. Aber du weißt ja, alte Liebe rostet nicht. Erste Liebe. Woher zur Hölle? Das ist mein Geheimnis, Turteltäubchen. Muss jetzt wirklich los. Viel Glück. Du hättest nicht so heftig widersprechen müssen.
tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Das hoffe ich. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke.